Beim Kartenspiel Underhand geht es gruselig zu. Als Gründer und Anführer einer okkulten Sekte muss man mit Sammelkarten böse Götter beschwören, um die Welt wieder in ihren ursprünglichen Zustand des Chaos zu versetzen. Beim Ausschalten der Gegner ist neben Glück auch eine Menge Strategie und Grips gefragt. Denn insgesamt 8 Ressourcenkarten aus 6 verschiedenen Kategorien hat man auf der Hand. Vor allem zu Beginn wird es also schnell kompliziert. Underhand gibt es kostenlos für Android und iOS. Erfreulicherweise komplett ohne Werbung und In-App-Käufe. Deck Heroes gehört zu den Veteranen der Kartenspiele und hat noch immer eine riesige Fangemeinde. Auch hier geht es natürlich darum, das beste Deck zusammenzustellen und kluge Entscheidungen zu treffen. Bei Deck Heroes macht das besonders viel Spaß. Hinzu kommt ein gut gemachtes User-Interface und tolle Grafik. Immerhin reden wir hier über ein Sammelkartenspiel. Deck Heroes gibt es kostenlos für Android und iOS. Dafür gibt es wie üblich Werbung und In-App-Käufe. Die App Eternal kann man wohl am besten als Mischung von Hearthstone und Magic the Gathering bezeichnen. Dabei wurden zwar die Regeln des Klassikers vereinfacht, trotzdem ist viel Strategie gefragt. Die recht umfangreiche Einsteigerkampagne bietet bereits eine Menge Karten für Anfänger. Eternal ist kostenlos für Android und iOS verfügbar. Zwar gibt es keine Werbung, dafür haben die Entwickler ein recht faires und unaufdringliches Monetarisierungssystem mit In-App-Käufen geschaffen.